Liebe Schwestern und Brüder, eine sonderbare Lesung, ein sonderbares Evangelium an einem Tag wie diesem, an diesem Abschiedstag. Aber ob Sie glauben oder nicht, in der Bibel gibt es keine einzige Stelle, in der die Rede von der Profanierung eines Gotteshauses ist. Von Umsiedlung, von Suche nach Heimat und Geborgenheit ist allerdings die Rede, und das mehrfach. Was haben wir nun mit Abraham und mit seiner Sippe zu tun, mit Jesus, den drei Jüngern, Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes? Ich denke, sehr viel. Abraham und seine Sippe siedelten um, allein auf das Wort Gottes, auf seine Verheißung hin. Und sie fanden neue Heimat und durften erfahren, dass es gut war, sich auf Gottes Verheißung zu verlassen und den Schritt in eine höchst ungewisse Zukunft zu wagen. Und die Jünger Jesu, was haben wir mit denen gemeint? Sie verließen den Ort der Glückseligkeit wieder, in der sie durch die Vorfahren im Glauben, die sie schauen durften, schon ein Stückchen Ewigkeit erblicken durften. Da wären sie zu gern geblieben. Doch sie mussten wieder weg von diesem Ort. Sie stiegen den Berg hinab, sie kehrten ins normale Leben zurück, um mit ihrem Herrn durch diesen Augenblick auf dem Berg gestärkt den Weg durch Leiden und Tod hinein in die Auferstehung zu gehen. All diese Menschen, von denen bisher die Rede war, ließen sich ein auf Gott. Und aus ihrem Vertrauen haben sie den Schritt in eine ungewisse Zukunft gewagt und daraus ihr Leben hoffnungsvoll gestaltet. Und wir? Hoffnung trägt er in sich, der Rückschau hält und darin Gottes Wirken erkennt, Dankbarkeit empfindet und daraus Hoffnung schöpft. Dies in dieser Stunde in Gemeinschaft tun, wird uns, denke ich, allen helfen, den Weg in die Zukunft zu wagen. Lassen wir Menschen unterschiedlicher Generationen mit unterschiedlichen Erfahrungen in dieser Stunde des Abschieds zu Wort kommen. Menschen, die hier gelebt haben und die diesem Ort hier zutiefst verbunden sind. Manche der heutigen Gottesdienstbesucher haben hier in dieser unserer Kirche St. Martinus geheiratet. Bei mir und meiner Frau Bibi war dies im Jahr bereits 1990 und jährt sich im kommenden Jahr zum 25. Mal. Zu unserer Silberhochzeit durfte es dieses Gotteshaus nicht mehr geben. Viele konnten hier ihre Goldhochzeit feiern und denken sicherlich gerne an diesen Tag zurück. Gerade die Goldhochzeiten wurden in unserem Ort besonders gefeiert. Nicht nur mit der Familie, Freunden, Verwandten, sondern mit der Dorfgemeinschaft, den Vereinen, der Nachbarschaft und der ganzen Pfarrgemeinde. Auftakt war meistens hier ein Dankgottesdienst in dieser Kirche. All das wird es nun nicht mehr geben. Ich habe bereits an vielen Beerdigungsgottesdiensten in dieser Kirche teilgenommen. Doch die Trauerfeier beim Tod meines Vaters Leo im Jahr 2005 werde ich nie vergessen. Ich war zutiefst ergriffen, wie viele Menschen am letzten Geleit meines geliebten Vaters teilnahmen. Unsere recht große Kirche war an diesem Tag zu klein, um alle Trauernden aufnehmen zu können. Nach dem Gottesdienst zog die Trauergemeinde nach Haus Parland, mein Elternhaus. Hier war der Sarg aufgebahrt, feierlich umrahmt von vielen Kränzen. Er wurde dann zum Friedhof gebracht, begleitet von einer langen Prozession, wo er zur letzten Ruhe niedergelegt wurde. Auch im Jahr 2009, als meine liebe Mutter Magdalena verstarb, war der Gottesdienst für mich sehr bewegend. Heute noch ertappe ich mich dabei, dass ich bei den wöchentlichen Besuchen unseres Gottesdienstes an diese Tage zurückdenke. Ich suche dann einen Moment des Alleinseins und der Stille, zünde eine Kerze an und denke an meine Eltern. Dieses besondere Gefühl der Ergriffenheit im Gedenken an diese Tage in unserer Kirche werde ich in Zukunft schmerzlich vermissen.
Ich spreche hier und jetzt für die sogenannten Senioren unter den Gottesdienstbesuchern. Die anderen bezeichnen uns auch als den harten Kern und meinen damit, dass unsere Clique bei fast allen Gottesdiensten, egal ob Eucharistiefeier, Wortgottesfeier, Rosenkranzgebet oder Begräbnis, in stattlicher Anzahl vertreten ist. Dabei spielt weder der Tag noch die Zeit eine Rolle. Einige von uns sind bereits deutlich älter als 80 Jahre. Wir sind teils Urbarschemischer, aber auch treue, zugezogene Seelen. Und egal, ob die Umsiedlung in Richtung Neuburgschemisch ging oder an einen anderen Ort, trotzdem wird die alte Pfarrkirche hier in Borschemisch regelmäßig von uns aufgesucht. Sie mögen ermessen können, welchen Stellenwert unsere Kirche in unseren Herzen erlangt hat. Fast alle haben von uns dieses Bild vor Augen, wenn sich im Rahmen der Feldandacht zum Schützenfest die Majestäten mit den Ehrengästen auf der Anhöhe zur Kreuzigungsgruppe versammelten. Wir gebetet und gesungen haben, und dies in Kirchenanlagen, die in Jahrzehnten von Schützenbrüdern und viele Jahre unter Anleitung von Heinz Bongartz, der mittlerweile 92 Jahre alt ist, mitgehegt und gepflegt haben. Eine Augenweide, diese anzuschauen und ansonsten ein Ruhepol in einer doch so umtriebigen Welt. Insbesondere aber denke ich an Christi Himmelfahrt 2011, als wir hier an St. Martinus beginnend unsere heimatliche Erde nach Borschmisch neu übertragen haben. Viele, sehr viele von uns, von Ihnen sind mitgegangen und haben diesen Tag sinnbildlich den Weg in die neue Heimat gefunden. Gesetzes etwas zum Ausdruck bringt, was mit Leben erfüllt ist, mit Dank erfüllt ist für das über 107 Jahre lange Bestehen dieser Kirche und dessen, was hier gefeiert wurde. Mit dem Dank auf das, was Sie hier gefeiert haben, das, was Sie an Kraft, an Hoffnung, an Mut auch geschöpft haben, können Sie nach vorne schauen. Können Sie nach vorne schauen auf das Land, das Gott Ihnen neu zeigen wird und worauf wir auch neu auf seine Hilfe und seinen Segen vertrauen. So verlese ich nun das Dekret unseres Bischofs. Auf Antrag der Gremien der katholischen Pfarrei und Kirchengemeinde St. Lambertus Erkelenz und nach Anhörung des diözesanen Priesterrates entwidme ich die Kirche St. Martinus Borschemisch
gemäß Kanon 1222, Paragraph 1 des Codex Iuris Canonici, also des Kirchenrechts, mit Wirkung nach dem letzten Gottesdienst am Christkönigssonntag, 23. November 2014. Die Kirche kann aufgrund des Braunkohletagebaus nicht mehr zum Gottesdienst genutzt werden und soll niedergelegt werden. Nach der Feier der Heiligen Messe am 23. November 2014 verliert die Kirche damit ihre Weihung bzw. Segnung und ist nach kanonischem Recht kein heiliger Ort mehr. Ferner bestimme ich, dass auch die Altäre mit Wirkung zum gleichen Zeitpunkt ihre Weihung bzw. Segnung verlieren. Soweit in den Altären Reliquienkapseln vorhanden sind, sind diese zu entnehmen und bis zur Entscheidung über den weiteren Verbleib in würdiger Aufbewahrung zu nehmen. Das Allerheiligste ist aus der Kirche in eine andere Kirche zu überführen. Die liturgischen Geräte und Einrichtungsgegenstände werden am anderen Orte ihrer Bestimmung gemäß weiterhin genutzt. Aachen, den 7. November 2014, Heinrich Mussinghoff, Bischof von Aachen.